Thema Energiespeicherung wird natürlich bei der grünen Energiewende mit Windkraftanlagen, die natürlich sehr flatterhaft sind, je nachdem wie das Wetter und der Wind sind, sehr, sehr großes Thema sein. Und ich glaube, wir können einen guten Beitrag dazu leisten. Ja, willkommen in Österreich, im schönen Weinviertel, weinproduzierende Gegend. Wir sind hier in Zistersdorf und Geiselberg. Hier ist das Geiselbergfeld, das von der ADX betrieben wird. Wir haben zwei produzierende Felder und wir stehen hier vor einer Sonde, die Öl aus dem Sarmat-Horizonten produziert. Das Wichtigste ist einmal zu verstehen, dass das sehr alte Ölfelder sind, die aber sehr, sehr viel zukünftiges Potenzial haben. Wir haben vor kurzem auch Reservenzertifizierung gemacht. Also das sind sicher noch für 10 oder mehr Jahre Reserven zu produzieren. Wir haben auch noch viele Möglichkeiten, in diesem Feld mehr Reserven zu heben. Wir können neue Bohrungen ansetzen. Die Projekte sind bereits in der Schreiblade, sind fertig. Und eine ganz wichtige Zahl für diese Gegend ist eben, dass wir sehr viele produzierende Horizonte haben, an die 50 Horizonte. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch ohne neue Bohrungen, neue Erdölquellen, wenn sie auch klein sind, aber sehr profitabel zu erschließen. Ein großer Nutzen dieser Lagerstätten, die ehemaliges Öl und auch Gas hatten, ist natürlich, dass sie Energie speichern können. Und zwar diesmal in Energiespeicherung in Form von Wasserstoff. Die Wasserstoffzukunft steht uns ja bevor. Die Umsetzung ist etwas, wo wir auch unseren Beitrag leisten müssen und möchten. Und dafür sind diese Reservoirs gut geeignet. Wir haben 3D-Seismik, das heißt, wir sehen genau im Untergrund, wie es aussieht. Und das Zweite, wir haben natürlich sehr viele Bohrungen, wie man da sieht. Und die kann man auch dazu verwenden, Wasserstoff in den Untergrund einzuspeichern. Wir wissen auch sehr gut, wie die Geologie beschaffen ist. Das heißt, wir können das sehr sicher machen. Mit großer Sicherheit bleibt der Wasserstoff dort unten. Und wir können genau bestimmen, wie viel herauskommt. Wir sind jetzt bereits am Thema dran. Es wird sicher so sein, dass die Wasserstoffwirtschaft noch 5 bis 6 Jahre dauern wird, bis das ein profitables Investment wird. Aber es wird nicht sehr viele Firmen geben, die das können, was wir können. Also wir sind in der Phase, wo wir zeigen, dass wir tatsächlich sicher Wasserstoff generieren können, dass wir Wasserstoff einspeichern können, dass wir Wasserstoff ausspeichern und aufbereiten in einer Form, die eben von der Industrie auch einen Reinheitsgrad gewünscht ist. Wenn wir überhaupt nichts machen, also das heißt nur Wartungsarbeiten ohne neue Perforationen, ohne neue Bohrungen, neue Aufschließungen, dann sind wir sicher noch bei diesen Öl- und Gaspreisen 10 Jahre her. Ja. Wir glauben, wir sind aber viel länger noch hier aus verschiedensten Gründen. Erstens einmal wissen wir, es gibt in dieser Gegend noch Öl- und Gaspotenzial für neue Bohrungen, das wir vielleicht gemeinsam mit anderen Partnern machen könnten. Wir wissen auch noch, dass weiter tief im Untergrund es sehr viel Erdgasmöglichkeiten gibt, die ein bisschen teurer zu entwickeln sind, aber bei diesen Erdgaspreisen sicher profitabel sind. Und wie wir eingangs diskutiert haben, die sogenannte Energiewende, die Wende hin zu Erdgaslagerstätten, die dann Energiespeicher werden und diese Energie eben in Form zum Beispiel von Wasserstoff gespeichert wird. Wie man ja im Hintergrund auch sieht, haben wir hier sehr, sehr viele Windräder. Das ist eine der windreichsten Gegenden in Österreich, darum gibt es auch so viele Windräder in dieser Gegend. Und die erzeugen natürlich Strom, der nicht immer vorhanden ist, so wie Solarpaneele, wo in der Nacht gibt es keinen Strom. Und diese Energie möchte man ja, wenn sie nicht verwendet wird, speichern. Und wir sind da in einer exzellenten Situation, dass wir viel Grünstrom haben, dass wir viele Möglichkeiten haben. Und das heißt, um die Frage zu beantworten, dass wir auch deshalb sicher noch viel länger als 10 Jahre hier sein werden.